Dann wüsste ich, dass ich so eine Scheiße überleben könnte. Mann. Fuckt mich das ab. Ich kann auch nur diesen einen Verteidiger haben und meine Buffs waren auch alle aufrecht. Hatte ich einfach nur Pech? Wenn ja, war das echt trauriges Pech. Okay. Sehen wir zu, den Platz zu machen. Ah, nein. So. Nochmal der ganze Spaß. Ach, wie das bockt. Bei den nächsten Strahlen, die mache ich einfach Odin, damit ich skippe. Damit das plötzlich nochmal passiert. Das ist ja traurig. So, Buffs sind da. Zum Großteil zumindest. Ach Mist. Hier, hier. So, und gib ihm. Gib ihm alles. Die lädt ja auch die ganze Zeit nur mit ihrem Rundumschlag drauf, jetzt so. Ob das wirklich so sehr lohnt. Ja, scheiß Schutzschleier. Weil ich es abgenervt mit so sinnlosen Buffs. So, RIP. Tja, immer hat Lightning mit ihrem Rundumschlag schon ein Viertel des Lebens von der rechten wieder kaputt gemacht. Solides Ergebnis. So, da ging es gleich stärkere Zauber. Was der Fluch nochmal ekelhaft ist. Aber je schneller ich die Kills mache, umso besser. So, und weiter geht's. Ist aber die ganze Zeit auch cool, wie der Befehlende nur seine Gesichter die Arbeit machen lässt. Und erst wenn die kaputt sind, steppt er selber rein, so. Fällt sich einfach einzelne Dinge am Leben lassen. Vielleicht wird das eine Lösung. Dann können dann niemals eine ganze Scheiße so durchziehen, wie er es jetzt macht. Jo, Hopp kann noch ein bisschen heilen. Da geht noch was. Oh, mein erster Buff lässt schon nach. Geil. Da werde ich schon noch mal tanken müssen. So, genug geheilt. Jetzt haben wir ein bisschen Offensiv-Power. Das Ding würde sich niemals so halten, wenn der keine fucking Buffs drauf hätte. RIP. So, wie ich das hier noch schnell leiden lasse, dann habe ich es eigentlich schon geschafft für die Phase. Gut, dann muss ich sollte ich noch mal kurz heilen oder so, oder? Wenn nämlich direkt loslegt, dann habe ich ein Riesenproblem. Da ich aber noch mal Hope kurz seinen Job machen. So. Wie viele Buffs auf einmal einfach nachlassen so. So. Geil, Alter, der Schaden. Unreal. Todestaufe. Ist auch einfach so ein Angriff aus haufenweise Ruins.
Hauptsache, man hat's gemacht. Ja, ein Control-Stain ist hier gar nicht mal so einfach, bei dem das alles reinregnet. Ich muss den Typen irgendwie schnell Kante geben. Aber Hope ist einfach auch so ein arschlangsamer Heiler. Und wenn ich Venir spielen könnte, oder einfach Hope selber, wäre das schon was ganz anderes. So, okay, jetzt hält man ein bisschen Offensiv-Power. Egal, was kommt, heilen muss ich so oder so. So kann ich jetzt noch ein bisschen konstanten Schaden machen. Bis Haupt mit Heilen fertig ist. Geil. Wie weit mich das so wegfetzt? Weltklasse. So, bin ich bereit? Naja. Halbwegs. Halbwegs. Wenn er wieder eine Drecksattacke macht, dann sofort Odin raus. Damit er bloß nochmal damit rumnerven kann. So, das heißt ungefähr jetzt der Zeitpunkt. So. So. So, die Scheiße laden, so sehr er will. Oh, hier hab ich. Ha, verfehlt. Der Plan hat geklappt. So, es müssen auch theoretisch alle Mitglieder wieder voll sein. Jo. Heißt, ich kann ihn wieder voll reindreschen. Und das für eine ganze Weile jetzt erstmal. Solange die Buffs noch alle aufrecht sind, geht da schon was. Schon wieder. Lässt mich aber auch nicht in Ruhe. Ja, so wie zu, wenn die Buffs noch aufrecht sind. Da haben sie sich nämlich gerade verabschiedet, mal wieder. Naja, ich lasse auch einfach mal kurz machen. Bis der Mais ausgewechselt hat. Mit Sass könnte man bestimmt mit Hass doch einiges machen. Also für zukünftige Boss kann man sich vielleicht doch über Sass mit in Betracht ziehen. Einfach weil er Hass hat. Aber mal schauen. War es schon wieder? Ja, und das setzt auch automatisch einen Schock zurück. Wie unfair. So. Na, jetzt bin ich nochmal gespannt. Es tötet mich ja trotzdem. Oh mein Gott, okay. Ganz ruhig. Alles wird gut. Dass der Typ mir überhaupt so Probleme bereitet, das war vorher noch nie. Okay, ich brauche einen anderen Supporter. Oder noch ein Supporter, keine Ahnung. Sass mit reinnehmen würde meinen Schaden allerdings auch kurz runterdrücken, um ehrlich zu sein. Draußen würde ich dann gar keinen Verteidiger mehr. Defensivzauber brauche ich so oder so.
Was könnte ich mir das Augmente noch beibringen? Oh, gar nichts mehr. Cool. Korrekter Typ. Aber Hass ist halt wichtig. Hass gibt mir Möglichkeiten. Aber dafür Snow raushauen. I don't know. Aber mehr Optionen als das gibt's ja eigentlich gar nicht, also. So. Nochmal ist auf Standard. Brecher. Brecher, Brecher und Verheer brauche ich eigentlich in dem Kampf eher nicht so, ne? Eigentlich. Brecher. Brecher, Heiler. Brecher, Verheerer, Heiler. Brecher, Augmentor, Augmentor. Und Heiler, Augmentor, Augmentor. Oder? Und ich muss ja etablieren. Oder ich mach immer so. Und einmal so und so. Yo. Passivheilung kommt. Ich kann es nur versuchen. Aber es gibt Resistance. Eigentlich brauche ich eher Offensivsachen, oder? Wenn ich ihm jetzt auch noch Magie reindrücke. Aber gut, eigentlich brauche ich ja Magie. So, 200. Lightning hat eben auch nur 1180. Vielleicht. Wenn sie auch ein TP-Item hat. Ein halbwegs brauchbares. Da wollte ich jetzt eigentlich auch meine. Naja, egal. Wenn ich sowieso nicht überlebe, ist doch scheißegal, was ich die ganze Zeit mache. Außerdem dadurch, dass ich jetzt auch Sass als Augmentor habe. Ist das alles auch noch ein bisschen anders. Weil er hat ja Hass. So, ich fange sogar mal mit ihm an, einfach wegen Hass. Dann wird das mein zukünftiges Bosskampf-Setup so. Versuchen wir es nochmal. Dieser bin ich zuversichtlich. Ah, falscher Gegner. So. Ich habe ein bisschen Schaden eingetauscht. Aber es sollte nicht so dramatisch sein. So, mal gucken, wie lange es erst jetzt am Rumzaubern ist. Weil Hass hält sich ja leider nicht ewig. Ach, das haut einfach alles, was geht. So, passt. So, jetzt mache ich den hier. Für ein paar Defensivzauber. Okay, gut, das läuft nicht so gut wie geplant. Ehrlich zu sein. Na los, Hop, komm schon. Wir brauchen hier Prothese und Wallum und alles. Na, wo ist doch mittlerweile schon ganz gut aus. Das Gute ist, dadurch, dass ich jetzt Hass habe, geht natürlich auch alles trotzdem schneller voran. Von daher passt das schon, denke ich. Ja, guck mal, die Ausmittel hat schon jetzt so gefressen durch den Rumschlag, durch den gebufften Rumschlag. Dass es eigentlich schon fast egal ist. Jo, der Kampf läuft trotzdem einige schneller als vorher. Mal gucken, ob es auch so bleibt.
würde ich mir ja schon wünschen, dass ich die ganze Standardausstellung einfach aufrechterhalten könnte. Fehlt nur so ein Manipulator im Team. So, eigentlich könnte ich jetzt auch mal hier ein bisschen offensiv gehen. Kannst du mir eigentlich leisten jetzt mit so vielen Buffs. Also wenn ich jetzt noch vor der zweiten Magie-Kumulation oder wie auch immer das Ding heißt, schaffe ich die Dinger hier kaputt zu machen, dann war es auf jeden Fall wert. So, wie ein Ding, was RIP ist. Jo. Geil. Jetzt kommt noch die scheiß Guard-Zauber. Aber passt schon. So. Na, wir schauen mal. So. Da war leider die Hass kurz weg. Aber da sehen wir noch mal kurz neu zaubern. Einmal komplett, wenn wir schon dabei sind. So. Jo, solange hast und die meisten anderen Dinger da sind, eigentlich scheißegal. Na gut, ich könnte schon mal wieder Haupt kurz zaubern lassen. Ne, Sears muss ran. Meine ganzen Offensivzauber verpissen sich gerade. So. Auch hier nur hart am Switchen die ganze Zeit. So, weiter geht's. So, wieder heilen. So, ein bisschen Haupt ranlassen. Für die wichtigsten Sachen. Und weiter geht's. So, Courage ist noch überall da. Protest dürfte überall da sein. So, gib ihm. 5,5k, naja. Jo, das ist jetzt einfach den kompletten Schock zurück, ne? Was so wäre, wenn ich versuche, ihn in der Zeit nochmal zu schocken? Es ist so unwahrscheinlich. So wie das hier gerade aussieht. Na los, komm schon, ich schaff das. Okay, ich hab's trotzdem überlebt. Ich hab's trotzdem überlebt. Trotz allem. Komm, Hope, heilen, 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 Hope. Oh mein Gott. Okay, jetzt brauche ich den hier wieder. Ach, so eine Kacke. Jetzt muss er wieder ran. Ich fress viel zu viel Schaden. So, und da legt er wieder los. Naja gut, ich lasse erstmal Hope alles voll heilen. So, jetzt kommt er wieder rein. Ah, ist immer nicht ganz voll. Jetzt bin ich ganz voll. Ah, ich bin ausgewichen.
Das war ein God-Move. Hätte ich das mal eher gemacht. Ich bin da ganz scheiße einfach ausgewichen, indem ich den ACB genau in dem Moment gezündet habe, wo er angreifen wollte. Gott, das war zu krass. Das war einfach zu krass. Oh mein Gott, ich feiere mich dafür selber. So, Zaz, bitte. Mach Druck. Dadurch konnte er mich mit seinen scheiß Strahlen nämlich nicht komplett treffen. So wäre ich nämlich garantiert wieder gleich tot gewesen. So. Darf der Typ jetzt bitte mal leiden? Mit all den Buffs kriege ich ihn trotzdem nicht kaputt, ne? Alter, ernsthaft. Kann ich versuchen, den zu killen? Heilen muss ich trotzdem. So, komm, mit ein bisschen Glück kriege ich ihn trotzdem jetzt kaputt. Alter. 7,5 Minuten, fast 8 Minuten, nur dieser Penner. Never, ever, again.